Werkstattmechaniker, Meister, hat er dann festgestellt, dass da die Nockenwellen drin waren, die nicht arretiert sind. Hat natürlich dann auch gesagt, da ist das Problem. Das hat natürlich schlafende Hunde geweckt und der Käufer von mir damals ist dann mit dem Verdacht gekommen, ja, da muss der Motor mal getauscht worden sein. Das Fahrzeug hat mal einen Motorschaden gehabt. Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Ahmed Sharif und ich hoffe, euch allen geht's gut. Und jetzt folgt auch gleich die nächste negative Geschichte, die sich aber irgendwie gerade positiv entwickelt. Wir brauchen jetzt nicht weiter in Rätsel zu sprechen. Es geht um den weißen Audi A4. Den haben wir circa im Februar verkauft. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz genau sicher aufs Datum genau. Nee, letztes Jahr verkauft. Letztes Jahr verkauft irgendwann, Ende letzten Jahres. Ja, da hatten wir ein längeres Video gedreht, auch aus der Werkstatt. Das ging schon auch wieder 20, 25 Minuten. Wie das da abgelaufen ist mit dem Kunden, mit der Werkstatt und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon erwähnt habe, dass das Fahrzeug wieder zurück in meinem Besitz ist. Ich glaube, da ging es darum. Also, um die Rückabwicklung? Dass es da auch Komplikationen gab bei der Rückabwicklung. Aber ich weiß auch nicht, ob die da fix war. Nee, oder? Pass auf. Doch, doch, wir hatten das eigentlich schon geklärt und der ist doch mal 2.500 Kilometer mit dem Auto gefahren. Stimmt, stimmt. Ja, genau. Weil er halt auch keine zweite Nachbesserung wollte, beziehungsweise er hat ja nicht mal der Werkstatt Zeit gelassen, nach der Reparatur das Fahrzeug ausgiebig zu testen. Und zwar bei dem A4 3 Liter 272 PS, der weiße, den zeigen wir euch auch gleich, wir haben das Fahrzeug wieder da, aber dazu gleich mehr, ist es so, dass der geklappert hat, ab einer bestimmten Drehzahl, ab 1500, 2000, dann hat er auch Geräusche von sich gegeben. Und der das quasi die Obhut genommen hat, die Werkstatt, macht eigentlich nur Steuerketten und Motorreparaturen. Der war sich definitiv sicher, dass es nicht die Steuerkette ist, sondern die Nockenwellen. So, und es gibt bekannte anfällige Nockenwellen bei Audi-Modellen, Audi-Motoren, die verschieben sich, die haben keine Arretierung. Diese dürften aber in diesem Fahrzeug, in diesem Fahrzeugmodell, aus dieser Baureihe, diesem Baujahr, gar nicht verbaut sein dürfen. Normalerweise. Beim Kombi kann das schon sein, dass die da verbaut sind, bei den Motorkennbuchstaben. Bei den Motorkennbuchstaben, der da verbaut ist, dürften die eigentlich nicht drin sein. Da sollten und müssten eigentlich die arretierten Nockenwellen drin sein. So, der Werkstattmechaniker, Meister, hat die quasi aufgemacht, hat dann festgestellt, dass da die Nockenwellen drin waren, die nicht arretiert sind. Und hat natürlich dann auch gesagt, da ist das Problem. Das hat natürlich schlafende Hunde geweckt und der Kunde, der Käufer von mir damals, ist dann mit dem Verdacht gekommen, ja, da muss der Motor mal getauscht worden sein. Das Fahrzeug hat mal einen Motorschaden gehabt. Lange Rede, gar keinen Sinn. Das war dann doch alles ein bisschen, keine Ahnung, das war halt auch alles sehr auf Verdacht und Spekulation und Paranoia irgendwie alles. Das ganze Thema, wenn ich ehrlich bin. Ne? Auch sehr, sehr, sehr viel von dem Käufer. Ne? Und hat auch ein bisschen... Wie gesagt, ich habe es in dem einen Video erklärt, können wir gerne mehrmals hier drinnen verlinken, könnt ihr euch anschauen. So, Fakt ist aber, Werkstatt hat sich darum gekümmert und er wollte halt auch direkt los mit dem Auto und konnte gar nicht warten, hat auch der Werkstatt Druck gemacht und. Und das Geräusch war immer noch da. Ich bin dann auch dahin gefahren, wo er wohnt, habe es aber angehört, das Geräusch war tatsächlich immer noch da. Er hat auch angeblich einen Ölwechsel gemacht, was ich ja mittlerweile auch nicht glaube. Das Fahrzeug ging auf jeden Fall zurück in die Werkstatt. Nach der Rückabwicklung, ich habe es dann direkt in die Werkstatt gebracht. Das Fahrzeug hat jetzt da sage und schreibe fast 2 Monate verbracht. So, zu diesem Thema der Werkstatt, der hat halt auch gerade, ich sage jetzt mal, Mitarbeiterprobleme und Mangel und dies, das, jenes, Zeit, keine Ahnung, was auch immer. Konnten sich einfach nicht der Sache nochmal richtig annehmen und konnten auch so nichts feststellen. So war das halt. Die haben nochmal alles überprüft, das haben sie nochmal gemacht. Aber deren Arbeit war richtig ausgeführt worden. Es ist alles soweit in Ordnung. Aber dieses Geräusch war halt noch da. Ich war ja dann einmal da, wollte es abholen und das Geräusch war noch da. Die hatten vorher noch einen Ölwechsel gemacht. Jetzt siehe da. Ich habe das Fahrzeug abgeholt mit einem Abschleppwagen. Die Batterie war auch komplett platt. Die war kaputt, platt, leer, wie auch immer. Haben wir die überbrückt, auf den Abschleppwagen drauf. Dann habe ich ihn hier bei mir wieder überbrückt und runtergeholt vom Abschleppwagen. Habe so ein bisschen Gas gegeben, bin in die Werkstatt reingefahren, weil ich halt die Batterie auch tauschen wollte. Und da ist eine neue Batterie drin. Und ich denke mir so, irgendwie macht er keinen Mucks. Also irgendwie läuft er ganz normal.
Ja gut, ich höre erstmal eine Batterie und dann mache ich eine Probefahrt. AdBlue ist auch noch leer, beziehungsweise ist irgendeine Störung drin, da müssen wir uns dann auch drum kümmern. Deswegen kann ich halt auch keine große Probefahrt jetzt machen. Habe ich aber gestern, haben wir eine Runde damit gedreht. Und ich sag euch ganz ehrlich, man hört nichts mehr. Ich habe ihn jetzt extra vorher laufen lassen, damit er auch schön warm ist oder warm wird. Also bevor wir jetzt hier rausgekommen sind. Aber kein Klappern, kein Rasseln, nichts. Vorher hast du es gehört. Bei 1500 bis 2000 drin hast du es klappern gehört. Und wie gesagt, der Werkstattmeister war sich 100% sicher, Nockenwellen. Nockenwellen getauscht, ein bisschen gefahren, es war immer noch da. Komischerweise, da wurde auch nichts, wurde nochmal ein Ölwechsel gemacht. Als ich das Fahrzeug quasi rückabgewickelt habe und zur Werkstatt gebracht habe, die haben nochmal einen Ölwechsel gemacht. Und selbst wenn ich das jetzt so ein kleiner Trick, Handbremse anziehen, ist aber auch nicht so gut, sollte man nicht zu oft machen. Bremse treten und Gas geben und Rückwärtsgang einlegen. Hört ihr das? Alter, gestern, alles hier, was ich jetzt gerade mache, auch gemacht. Nix. Sogar damit gefahren, nix. Man hat es auch beim Fahren gehört. Und jetzt gerade der Vorführeffekt. So, was der Verdacht war, warte. Jetzt kann man irgendwie nicht mehr Gas geben, beziehungsweise nicht mehr halten. Da. Ja. Es ist definitiv leiser, aber es ist noch da. Scheiße. Was noch so ein Verdacht war, vielleicht kennt sich jemand von euch aus, dass der Wandler, haben die auch gesagt von der Werkstatt, wahrscheinlich der Wandler defekt sei oder die Welle vom Getriebe. Aber wie gesagt, nachdem ich jetzt gestern gefahren bin, weil das Getriebe schaltet butterweich, das funktioniert alles 100%, und nachdem ich gestern das alles gemacht habe, was ich jetzt gerade auch mache und sogar noch gefahren bin, habe auch kein Geräusch da. Irgendwas läuft aus dem Rudern. Man hört so im Stand nichts. Und wie gesagt, ohne Scheiß, gestern laufen lassen, warm laufen lassen, Gas gegeben, im Stand, Rückwärtsgang eingelegt, Vorwärtsgang eingelegt, Probefahrt, nix. Und jetzt macht das wieder. Geh mal näher dran, ich mach das doch mal, vielleicht hört man es deutlicher. Vielleicht kann uns jemand da draußen helfen. Hört man deutlich, ne? Oh, so eine Scheiße. Das Video müssen wir auf jeden Fall zeitnah raushauen, weil ich will gerne wissen, ob vielleicht jemand da draußen uns weiterhelfen kann oder weiß, was sein könnte. Wie gesagt, die hatten noch den Verdacht, dass es von dem, was habe ich denn eben gesagt, wer heißt denn das? Wandler. Der Wandler. Ja, oder halt die Welle vom Getriebe. Getriebewelle. Scheiße. So läuft der Top.
Und wie gesagt, ohne Scheiß, gestern alles gemacht, was ich jetzt gerade auch gemacht habe, nix. Komisch. Ja, sehr komisch sogar. Und auch noch gefahren, heiß gefahren, warm gefahren. Du kannst gehen, ne? Gekauft, verkauft, zurückgenommen. Hätte auch alles entspannt laufen können, weil das Fahrzeug eine Gebrauchtwagengarantie hat, ne? Aber, ja, der Kunde kann ich auch verstehen. Kauft ein Auto für so viel Geld. Aber man muss natürlich auch verstehen, wenn da was passiert, dann muss halt auch der Werkstatt Zeit geben, so, ne? Den Fehler zu finden oder den Händler, ne? Das geht halt nicht anders. Nicht, ja, Reparatur durchgeführt, ja, ich hole das Auto heute gleich ab. Weißt du, der Werkstattmeister konnte nicht mal eine Probefahrt machen. Aber unabhängig davon, es waren trotzdem die falschen Nockenwellen drin. Ja. Der hat aber auch die Motornummer genommen, der Kunde damals, hat es einen Gutachter gegeben, kam auch nichts mehr wieder von wegen Motor gewechselt oder dass es nicht der originale Motor ist, der da zu dieser Fahrgestellnummer passt. Also das passt eigentlich auch alles soweit. Ansonsten richtig schade. Das ist ein richtig geiler A4, ne? Der hat Head-Up-Display, der hat Schiebedach, der hat Keyless, der hat digitales Tacho, der hat Teilledersitze elektrisch. Was hat er noch? Wie gesagt, Head-Up-Display. 360-Grad-Kamera. ACC. Induktionsladen. Ich kann es nicht verstehen. Also das heißt, das hat einen anderen Sinn zu tun, ne? Aber eigentlich eine richtig geile Karre. Naja, das gehört halt dazu, ne? Wie gesagt, ich bin da einfach ratlos. Du kannst auch einfach nichts mehr machen, außer jetzt noch ein, zwei Reparaturversuche durchzuführen, gucken, dass sie im Rahmen bleiben. Weil wenn man jetzt noch mal Geld investiert, dann muss es auch einfach klappen. Ansonsten muss das Ding so, wie er ist, weg. Ne? Und dann halt auch mit Verlust, aber dann ist das Ding weg. Jemand, der weiß, was es ist, kann sich dann das reparieren. Oder der geht halt ins Ausland, die können das sowieso kostengünstiger reparieren. Und dann ist gut. Ja. An dieser Stelle verabschieden wir uns. Ja. So sind halt auch mal die Schattenseiten im Gebrauchtwagenhandel. Und schreibt gerne eure Meinung, gerne auch, was es sein könnte vor allem. Und vielleicht hat jemand auch einen Tipp, vielleicht kann auch jemand helfen, der irgendwie eine Werkstatt aus der Ecke hat und der genau weiß, was es ist. Angebot gerne machen, wir lassen ihn reparieren, wenn es im Rahmen ist. Und dann wird das Fahrzeug wieder neu veräußert. Muss aber nicht zwingend sein, ansonsten geht er halt so weg. Ja. An dieser Stelle verabschieden wir uns. Danke fürs Einschalten. Und ja, bleibt alle gesund, trinkt viel Wasser und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Bis dann. Bist du fertig?